Seit April 2017 gibt es den Ausstellungsort F-Hoch 3, Freiraum für Fotografie in der Waldemarstraße Kreuzberg. Mit einem neuen Format Photo Jam, Ohren auf, hier kommen Bilder. Gibt es erstaunliche, kuriose, lustige Geschichten mit vielen nie gesehenen Fotografien. Wir werden heute zum ersten Mal unseren Foto-Jam präsentieren und der ist so ein bisschen angelegt an, was wir so als Poetry Slam kennen, nur dass es eben auch um Fotografie geht, denn hier im F-Hoch 3 geht es immer um Fotografie. Und zwar geht es folgendermaßen, jeder unserer Gäste bringt ein Foto mit und darf innerhalb von 5 Minuten dieses Foto so präsentieren, wie er und sie will. Das heißt, die Leute können hier Kopfstände machen, können trommeln, können Maultrommel spielen, was immer ihnen auch einfällt, in diesen 5 Minuten, um unser Publikum zu begeistern. Oh, das klingt ja so toll. Wie kam es denn zu dieser Idee? Also das Ganze ist im Rahmen eines großen Projektes Kreuzberg Lab entstanden und innerhalb dieses Projektes wollten wir eben versuchen, neben dem, was wir sowieso machen und woran wir große Freude haben, nämlich 5 bis 6 professionelle Fotografieausstellungen zu präsentieren pro Jahr, wollten wir eben auch Publikum einladen, dass wir so jeden Tag auf der Straße treffen, also unsere Nachbarinnen und Nachbarn, denn wir alle fotografieren ja täglich, wir alle haben wunderbare Geschichten zu erzählen und wir wollten eben mal mit Leuten zusammenarbeiten, die in anderen Bereichen verankert sind, nicht nur in der Fotografie und die eben, genau, heute uns mal was auf die Ohren geben. Einer der ersten Teilnehmer des Photo Jam ist Martin Eberling. Was werden wir von dir sehen? Wir werden ein Bild sehen, das ich am Kotti gemacht habe, wo es im Prinzip nicht viel zu sehen gibt, interessanterweise. Aha, und wie wirst du es dann vorstellen? Also in dem Bild geht es im Prinzip darum, dass wir verschiedene Gegenstände sehen, die einfach scheinbar zufällig da aufgestellt sind auch zufällig aufgestellt, einfach vorgefunden. Und die sollen uns ein bisschen daran erinnern, dadurch, dass sich die Gegenstände einander ähneln, ja, ist die Idee, dass wir uns einander auch manchmal mehr ähneln, als wir vielleicht denken. Also es soll uns daran erinnern, dass wir trotz unserer Verschiedenheit eigentlich recht eng verbunden sind miteinander. Wie kamst du zu dieser Foto-Jam-Veranstaltung? Bist du auch im künstlerischen Bereich tätig? Ich fotografiere eigentlich als Hobby und das ist ja, glaube ich, auch die Idee der Veranstaltung, dass man jetzt keine Vollprofis hier sieht, sondern anderen Stimmen aus der Foto-Community eine Bühne bietet. Und ich kenne die Veranstalter heute Abend, bin auch öfter hier an diesem Ort, der mir sehr gut gefällt. Und deswegen habe ich die Einladung sehr gerne angenommen. Aber du bist nicht nervös, man merkt es dir nicht an. Ich bin ein bisschen nervös, weil das ja sehr persönlich ist, worüber man heute Abend spricht. Ne? Also die Fotografie, die einen persönlich berührt. Und da geht es um die eigenen Werte, um die eigene Geschichte. Und für mich ist das schon eine persönliche Sache. Ich bin ein bisschen nervös, bin ich schon. Ja. Aber ich bedanke mich dafür, dass ihr uns den Einblick gewährt in eurem privaten Leben. Ja, natürlich, sehr gerne. Dafür ist die Fotografie ja da. Wenn es niemandem gezeigt wird, wenn es niemanden sieht, dann muss man das Foto vielleicht gar nicht machen. Ein Schneefoto präsentieren diese Künstler. Wir zeigen ein Foto, das Schnee darstellt. Und Schnee ist etwas, was immer seltener wird. Und wir haben uns den ganzen Winter gefreut. Und jetzt müssen wir das nur bespielen, weil es kam kein Schnee diesen Winter. Und wie genau werdet ihr es repräsentieren? Mit einem Synthesizer und Oboe, ja. Und Klarinette. Achso, ihr werdet es musikalisch begleiten? Ja, wir spielen etwas da drüber, da drauf, da drunter. Ja. Da drumherum. Den krönenden Abschluss macht der Poetry Slammer Jopa. Wenn auch Sie weitere Infos brauchen oder sogar mitmachen wollen, dann wenden Sie sich an photojam@f-3.org. Wir sind dann gespannt auf den nächsten Photojam, wenn es heißt Ohren auf, hier kommen Bilder. Jetzt habe ich einen ganz besonderen Gast hier in unserem TV Berlin Studios. Hallo Leopold Altenburg, willkommen. Dankeschön, ja.
Guten Abend. Ja, guten Abend. Jetzt stellen Sie hier Ihr neuestes Buch vor, Der Kaiser und sein Sonnenschein. Sie sind der Ururenkel von Franz Josef, den Kaiser von Österreich, und von Elisabeth, die Kaiserin, bekannt auch als Sissi. Ja. Aber bevor wir dazu kommen, was werden wir zu lesen bekommen in diesem Buch? Also ich erzähle in diesem Buch eine Familiengeschichte. Fängt an von meinem Großvater, Erzherzog Clemens, über meinen Vater, Prinz Peter, bis zu mir. Also ich bin sozusagen der Rahmen dieses ganzen Buches, der immer wieder zurückblickt auf seine Vorfahren. Und woher wissen Sie die ganzen Geschichten, die damals passiert sind? Ich habe verschiedene Quellen gehabt. Eine sehr wichtige Quelle war für mich eine Chronik, die mein Vater geschrieben hat. 2006 war das ein Anlass, da hat er die Stationen seiner Eltern aufgeschrieben. Also das fing ja an in der Zeit der Monarchie. 1904 ist mein Großvater auf die Welt gekommen, im Schloss Waldsee in Niederösterreich, und hat da also auch seinen Großvater, also das bringt ja die Geschichte sehr nahe, dass mein Großvater seinen Großvater, den Kaiser Franz Josef, hautnah miterlebt hat. Und hat seinen Großvater, wie gesagt, sehr viel miterlebt in Schönbrunn und auch in der Hofburg. Ja. Was zum Beispiel, können Sie uns verraten, was in diesem Buch vorkommt? Was wissen wir noch nicht als eifrige Sissi-Schauer und Historiker? Es gibt einige so Geschichten. Natürlich, also im Fokus ist in erster Linie am Anfang mein Großvater, er war der Lieblingsenkel des Kaiser Franz Josef. Man erlebt auch, wie Kaiser Franz Josef mit Kindern damals umgegangen ist, mit seinen Enkelkindern. Mit den eigenen Kindern hatte er ein sehr distanziertes Verhältnis, aber zu seinen Enkelkindern ein sehr nahes und sehr verspieltes Verhältnis auch oft, und speziell jetzt zu meinem Großvater, der sich Sachen erlauben durfte, die jetzt andere in der Familie sich nicht erlauben durften. Und dann erfährt man auch, was es für Hausgesetze gab innerhalb der Familie, nachdem die Monarchie schon zu Ende war. Also mein Großvater hat ja 1930 geheiratet, 1918 war die Monarchie zu Ende, 1930 hat er geheiratet. Und da gab es noch das Hausgesetz der Familie Habsburg, das besagt hat, dass die Erzherzöge nur Frauen heiraten dürfen, die standesgemäß oder ebenbürtig waren. Und mein Großvater hatte sich verliebt in eine Gräfin, sie war zwar Gräfin, Elisabeth Résiger de Miremont. Also jetzt kompliziert, aber um es kurz zu sagen, sie war nicht aus einem regierenden oder ehemals regierenden Haus. Und jetzt hat es da gegeben die Kaiserin Zita, die war im Exil, die durfte ja nicht mehr in Österreich sein, weil sie die Verzichterklärung nicht unterschrieben hat. Und die Kaiserin Zita hat darauf bestanden, dass er, wenn er also heiratet, dass er dann seinen Titel verliert. Und seine Frau sowieso auch. Und dann hat er gesagt, wenn meine Frau den Titel verliert, dann möchte ich möchte auch einen anderen Namen, und hat sich für Altenburg entschieden. Deswegen heiße ich Altenburg und nicht Habsburg. Ah, und deswegen konnten Sie auch ziemlich unbekannt durch Österreich reisen. Keiner wusste, dass Sie der Ururenkel von Franz Josef, den Kaiser, sind? In Österreich war das eher schon bekannt, aber da wussten es auch nicht alle, das stimmt. Aber vor allem in Deutschland. Ich bin ja dann 98, bin ich ja nach Bielefeld, aus beruflichen Gründen als Schauspieler. Und das war für mich dann schon ganz fein zu erleben, dass dann nicht jeder wusste, ach, das ist der Ururenkel von Kaiser Franz Josef und Kaiserin Elisabeth, von der Sissi, sondern einfach nur der Leopold Altenburg, der Schauspieler. Und das war irgendwie ganz gut für mich, weil ich mich dann wirklich auf meinen Beruf konzentrieren konnte und war dann eben in anderen Schubladen auch zu Hause. So, ne, dieser seltsame Österreicher, der Servus sagt statt Tschüss und so, solche Sachen, oder eine Semmel möchte statt einem Brötchen und so. Also das war ganz gut für mich, so diese Zeit so zu haben, einfach als Schauspieler wahrgenommen zu werden. Dann kam Ihnen diese Idee mit dem Buch? Ja, es haben mich verschiedene Leute haben mich angesprochen und gesagt, du musst eigentlich deine Geschichte erzählen. Man erlebt dich da so als normalen Menschen und dann auf einmal erfährt man, was du für einen Hintergrund hast. Und es wäre doch interessant, wenn du mal darüber schreibst auch. Also ich habe dann schon Leuten erzählt auch, was ich weiß von meinem Vater, was ich,
weiß von meinem Großvater und so. Und dann, nachdem ich mich mehrere darauf angesprochen habe, habe ich beschlossen, ich versuche ein Buch darüber zu schreiben und habe angefangen zu recherchieren. Und dann ist eine sehr spannende Reise losgegangen durch die Recherche. Auch sehr bewegend, weil ja, es sind Geschichten, die meinen Großvater betreffen und meinen Vater, aber es hat alles mit einem selbst zu tun. Das ist eben das. Und dieses Jahrhundert, wie sich das verändert hat, das ist schon enorm. Also von Monarchie über den Ersten Weltkrieg, dann die Zwischenkriegszeit mit dem Ständestaat. In Österreich gab es den faschistischen Ständestaat. Und dann den Zweiten Weltkrieg und danach die Besatzungszeit. Also da ist so viel verändert. Es hat sich so wahnsinnig viel verändert. Österreich hat zwischendurch ja aufgehört zu existieren, weil es verschluckt wurde vom tausendjährigen Reich. Und dann gab es wieder dieses kleine Österreich. Davor war, zu Zeiten der Monarchie, war es ein Vielvölkerstaat. Also das ist schon gewaltig, was passiert ist. Und das spiegelt sich in der Familie ein bisschen. Jetzt kommen wir zum kaiserlichen Abschluss. Der Titel des Buches, Der Kaiser und sein Sonnenschein. Ja. Wie kam es dazu? Ich habe irgendwann herausgefunden, dass eben die Marie Valerie, das war die jüngste Tochter von Kaiser Franz Josef und Kaiserin Elisabeth, dass die Marie Valerie eben den Clemens, meinen Großvater, mein Sonnenschein nannte. Also sie selbst hatte ja schon nach vielen Geburten und auch sie hat erkannt natürlich auch, dass es mit der Monarchie dem Ende zugeht und das Reich ihres Vaters untergehen wird. Und sie hatte schon sehr, sehr viel durchlitten, auch den Tod ihrer Mutter, die Ermordung ihrer Mutter, der Kaiserin eben. Und sie war lebensmüde und melancholisch, vielleicht würde man heute sagen depressiv, das kann ich jetzt nicht diagnostizieren, aber sie war auf jeden Fall lebensmüde und sie hatte kurz vor der Geburt von meinem Großvater, hat sie gesagt, also wenn ich jetzt sterbe, dann ist das nicht schlimm, dann wird eine bessere Mutter sich um die Kinder kümmern. Und dann hat sie aber die Geburt überlebt und mein Großvater kam zur Welt und der dürfte ein sehr sonniges und fröhliches Gemüt gehabt haben und sie hat ihn deswegen mein Sonnenschein genannt. Und so entstand dann für mich dann auch irgendwann der Titel, dass ich mir gedacht habe, das passt gut, der Kaiser und sein Sonnenschein, weil er eben nicht nur der Sonnenschein war für Marie Valerie, sondern eben auch für Franz Josef, den Großvater. Wunderschöner Titel, wunderschönes Buch. Ich bedanke mich, dass Sie sich den weiten Weg gemacht haben von Berlin, Prenzlberg nach Jähn, Schöneberg, vielen Dank. Ja, von Reinickendorf komme ich da. Ja, ja, Prenzlberg war mal, aber jetzt bin ich in Reinickendorf. Ja, bin gern gekommen. Ja, vielen, vielen Dank und alles Gute fürs Buch, ja? Ja, danke vielmals. Ja, ich freue mich, wenn viele es kaufen. Ja, und viele kaufen, aber wir haben auch noch zwei Bücher zu verlosen. Einfach an gewinnspiel@tvb.de schreiben und vielleicht seid ihr einer der Lucky Ones von diesem kaiserlichen Buch. Ja, ich hab's auch hier. Yes, das hat er. Hier. Vielen Dank. Ich danke auch. Das war schon wieder eine spannende Woche und ich bin schon wieder am Ende der Lifestyle-Sendung angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder.